Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen in noch einer Folge von Märklin of Sweden. Heute werden wir uns dem Thema der Einschotterung widmen und es geht um Gleise so wie diese hier. Die werden von allen Herstellern angeboten. Und das Erste, was wir machen, ist, dass wir die Gleislage abzeichnen. Hier mit einem Bleistift geht auch so gut, hier auf dem Sperrholz. Und dann sind die Schwellen öfters für die Schrauben vorgesehen. Man findet eine Markierung, das ziehe ich ganz einfach mit einem kleinen Feinschraubenzieher durch. Das Gleisbett, das ich verwende, kommt von Woodland Scenics. Es ist sehr billig, einfach zu schneiden, zu formen, zu verlegen, aber hat auch eine sehr gute Schalldämmung. Ich schneide das mit einem Messer oder mit einer Schere, wie gesagt, schon. Und wir haben eine Weiche hier, so da muss der Winkel auch stimmen. Ich überprüfe die Gleislage jetzt, die Passgenauigkeit. Ja, und ich markiere die Stellen mit beweglichen Teilen, wo kein Leim hinkommen darf. Später, wenn wir das Gleisbett befestigen mit Weißleim und auch die Gleise drauf, auch mit Weißleim, das verteile ich dann mit einem Pinsel und noch einmal aufpassen, da kein Leim um den Bereich der Weichenzunge oder des Stellhebels kommt. Ja, ich verwende die 7599 K-Gleisschrauben hier. Die ziehe ich dann vorsichtig durch die Schwelle und man darf nicht zu fest ziehen, sondern sollte nur das Gleis an seiner Stelle halten. Der Schotter kommt auch von Woodland Scenics, ist mittelgrob und mittelbraun. Das verteile ich mit einem Löffel an den Seiten. Auch über das ganze Gleis und verteile mit einem Pinsel. Und je nachdem, wie hohe Ansprüche man hat, kann diese Tätigkeit sehr zeitaufwendig sein. Hauptsache ist, kein Schotter liegt auf den Schwellen und man arbeitet mit dem Pinsel, bis man zufrieden ist. Wir nehmen auch die Körnchen weg von diesem Bereich um die Weichenzunge und um den Stellhebel, damit wir die Funktion überprüfen können. Das machen wir zuerst und wenn das gemacht ist, dann schützen wir die schon erwähnten Bereiche mit Tesafilm, denn jetzt geht es zu der Einfärbung. Wir werden das erstmal mit Leim befestigen und wir nehmen die Oberflächenspannung weg mit Wasser und Spülmittel und in dieser kleinen Dose mische ich ein Teil Weißleim, zwei Teile Wasser und Sie erkennen vielleicht diese kleine Dose von einem Babyshop. Für Babyrotz eigentlich, haha. Okay, die Einfärbung gegangen. Nächster Schritt. Ich verwende von Tamiya AS2220 Dark Earth. Und ich sprühe das direkt aus der Dose. Wenn man einen Airbrush hat und wenn man eine größere Anlage hat, ist natürlich Airbrush viel besser. Ja, wenn es trocken ist, kann man das ganz einfach mit dem Fingernagel abkratzen. Und ein paar Mal mit einem Reinigungsgummi drüber, auch für den Mittelleiter. Okay. Und dann geht es zu der Probefahrt hier. Ja, ist sehr gut, hat die Probefahrt bestanden. Okay, ich hatte ein bisschen Zweifel,
an diesem Gleisbett, dann ich dachte, okay, es wäre vielleicht nicht stabil genug für schwerere Züge, es ist ja weich, würde es nachgeben und so, aber es ist sehr stabil, sehr billig und natürlich kann man ja auch mit Kork arbeiten, so in einer Platte oder wird auch in so Streifen verkauft, aber der Preisunterschied ist groß. Kork ist dreimal so teuer wie das Gleisbett von Woodland Scenics, also pro Meter gerechnet. Vorteil für Kork ist natürlich die Widerständigkeit gegen lösungsmittelbasierte Farben. Aber ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit dieser einfachen und schnellen Methode. Und wenn Ihnen dieser Tutorial gefallen hat, dann bitte einen dicken Daumen geben und ein Abo eröffnen. Und bis zum nächsten Mal sage ich ganz einfach Grüße aus Schweden und tschüss, auf Wiedersehen.